Kein Zweifel, dieser Bundeskongress gibt Anlass zu einer dankbaren Rückschau. Aber er steht auch für eine Zäsur. Er fällt genau in das Jahr, in dem die Politik auf Kernanliegen deutscher Gewerkschaften eingeht und sie nun in Gesetze gießen will, darunter der flächendeckende Mindestlohn. Außerdem findet dieser Kongress in einem Umfeld weiterer bedeutender Richtungsentscheidungen statt. Natürlich denke ich dabei auch an die Europawahl, aber ich denke auch an die bundesweiten Betriebsratswahlen und nicht zuletzt an den Führungswechsel bei Ihnen im DGB. Lieber Herr Sommer, nun ist es soweit. Der Abschied rückt in greifbare Nähe. Ich möchte die vielfache Anerkennung, die Sie in diesen Tagen hören, gern bekräftigen. Für Sie persönlich, aber auch für viele, viele andere hier im Saal. In Zeiten von Umbruch, Aufbruch und Wandel ist es bekanntlich hilfreich, sich auf das Erreichte zu besinnen. Danke, lieber Herr Sommer, für Ihre Hingabe und Ihre Hartnäckigkeit, für Ihre Weitsicht und auch für Ihre Kompromissbereitschaft, wenn sie nötig wurde. Kurz, danke dafür, dass Sie mit Ihrer guten Arbeit die gute Arbeit von Millionen Menschen in Deutschland zu Respekt und Anerkennung verholfen haben. Gewerkschaftsarbeit, Sie wissen das besser als ich, hat viele Facetten und sie hat auch eine bewegte Vergangenheit. Vor allem bei der demokratischen Emanzipation unseres Landes. Und darauf möchte ich den Blick jetzt richten. Wenn wir zurückblicken auf das Parlament der Arbeit, auf all die Jahrzehnte nach 1949, als die Mitbestimmung, die Tarifautonomie und die Sozialpartnerschaft verankert wurden, dann bekommen wir wahrlich großen und tiefen Respekt vor der Arbeit der Gewerkschaften im freien Deutschland. Wir blicken aber auch in dieser Situation noch einmal noch weiter zurück in eine historische Dimension. Die deutsche Gewerkschaftsgeschichte umfasst ja inzwischen mehr als 150 Jahre. Und was ist sie? Sie ist eine Chronik der Selbstbefreiung in Etappen. Am Anfang ging es um ganz Existenzielles, um das Recht darauf, Koalitionen und Vereine zu gründen, um die Absicherung, etwa bei Unfall oder Krankheit, um dann nicht gleich in völliger Armut abzurutschen. Kurz um etwas, was wir heute Teilhabe, Vorsorge, Fürsorge nennen. Die Rolle der Gewerkschaften in der deutschen Geschichte, sie offenbart für mich den Kern dessen, was ihren besonderen Wert ausmacht. Freie Gewerkschaften sind ein wesentlicher Teil der Demokratie. Sie ermächtigen zur Teilhabe. Freie Gewerkschaften versetzen Arbeitnehmer in die Lage, ihre Interessen zu artikulieren, zu bündeln und erfolgreich einzufordern, sei es durch Verhandlungen oder auch durch Streik, vom Arbeitsschutz bis zum Tarifabschluss. Freie Gewerkschaften und freie Gesellschaft sind für mich untrennbar miteinander verbunden. Wo es freie Gewerkschaften gibt, gelingt oft sogar das, was lange unerreichbar erschien. Die einseitige Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht einzugrenzen, verkrustete Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft aufzubrechen und Räume zu eröffnen für eine Kraft des Ausgleichs. In Deutschland haben wir dafür einen Namen: soziale Marktwirtschaft. Als ich die soziale Marktwirtschaft endlich aus der Nähe kennenlernte, in den 90er Jahren, da begann gerade die Zeit, in der die Gewerkschaften vielstimmig totgesagt oder auch totgeschrieben wurden. Von Dinosauriern war damals spöttisch die Rede, für die kein Platz mehr sei angesichts der dynamischen Wirtschaftsprozesse in der Globalisierung. Rationalisierung, Digitalisierung, Flexibilisierung, das waren die Stichworte. Gewerkschaftsarbeit, gewerkschaftliches Engagement, das galt
irgendwie als altmodisch, als uncool. Tja, das war damals. Wettbewerbsdruck neuer Art stellte die Versprechen der Sozialpartnerschaft damals auf eine harte Probe. Nach der Euphorie der deutschen Einheit folgte für die meisten Gewerkschaften eine Talsohle der Ernüchterung. Mit den Mitgliedern schwanden damals auch Einnahmen. Bald stand der DGB vor der Frage, wie weiter? Zum Millenniumswechsel zeigte sich die Mehrheit der Beobachter einig in dem Urteil, die Ära der Massenorganisationen ist vorbei. Übrigens, ob es nun Gewerkschaften waren, Parteien oder Kirchen, ihre Erosion galt als unaufhaltsam, weil mit dem Siegeszug der Individualisierung genau jene Voraussetzungen rar wurden, die traditionellen Institutionen einst geholfen hatten zu erstarken: gemeinsame Ideale, gemeinsame Ziele und kollektives Handeln. Solidarität erschien ihren Ankerplatz in unserer Gesellschaft damals fast verloren zu haben. Und nun der Blick auf heute. Es freut mich, meine Damen und Herren, dass Sie in den vergangenen Jahren wieder einen regeren Zulauf, auch Mitgliederzuwachs von jungen Menschen zu verzeichnen haben. Allerdings würde es zu kurz greifen, die Zukunft allein an solchen Zahlen festzumachen. Die Schlüsselbegriffe in der einschlägigen Gewerkschaftsliteratur heißen Transformation und Revitalisierung. Dem DGB wird Offenheit für den Wandel abverlangt. Zugleich setzt er auf traditionelle Forderungen, wie schon die Überschrift dieses Kongresses zeigt: Arbeit, Solidarität, Gerechtigkeit. Das klingt vertraut. Und es führt mich zu den wichtigsten Fragen nach der künftigen Entwicklung. Welchen Grundsätzen können und müssen Gewerkschaften verpflichtet bleiben? Wo wird ihr Selbstbild besonders herausgefordert? Wo werden Veränderungen vielleicht sogar unausweichlich sein, wenn die gesellschaftliche Bedeutung von Gewerkschaften erhalten bleiben soll? Lassen Sie mich mit dem Grundsätzlichen beginnen, mit dem Markenkern. Da bin ich zuversichtlich, Gewerkschaften werden auch künftig eine bedeutende Rolle in der sozialen Marktwirtschaft spielen. Nicht, weil Globalisierung, Rationalisierung, Digitalisierung oder Flexibilisierung weniger wirksam und wirkmächtig sind, sondern weil wir lernen und lernen müssen, neu damit umzugehen. Natürlich leben und arbeiten wir heute individualistischer als früher. Aber wir wissen auch, dass die Übernahme von Verantwortung für das Große und Gemeinsame weiterhin nur gelingen kann, wenn wir Bündnisse schließen, seien sie auch von neuem Format. Nur mit Bündnissen lässt sich die Ohnmacht des Einzelnen verhindern. Ein weiterer Grund für meine Zuversicht. Gerade Sie, die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, haben gezeigt, dass Sie die Interessen von Arbeitnehmern in Zeiten des Umbruchs verteidigen können. Sie haben Erfolge vorzuweisen. Sie haben dabei auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung bewiesen und Lösungen zur Sicherung der Beschäftigung gewonnen. Maßvolle Lohnabschlüsse sind eben von Zeit zu Zeit gesamtgesellschaftlich nützlich. Flexible betriebliche Vereinbarungen und Kurzarbeit, nicht nur im Krisenjahr 2008, sondern auch in den vielen Jahren davor und danach. Das alles spricht eine eigene Sprache der Verantwortung über den Kernbereich dessen, was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erlangen ist, hinaus. Es ist nicht immer leicht, allen Mitgliedern klarzumachen, dass Zugeständnisse langfristig für die gesamte Belegschaft, sogar für die Gesellschaft insgesamt von Vorteil sein können. Aber wir brauchen diese Form der Verantwortung weiterhin. Und wenn wir unsere Gewerkschaften im europäischen Vergleich uns vor Augen führen, dann sehen wir, dass wir mit diesem Ansatz nicht erfolglos, sondern erfolgreich waren. Und da muss auch, darf ruhig auch Dankbarkeit und Stolz entstehen für diese Ergebnisse. Indem diese Politik verfolgt wurde,
dass man Partikularinteressen für seine Mitglieder vertritt, aber sie gleichwohl nicht überdehnt, haben wir bewiesen, dass wir beides sein können, verantwortungsbewusste Staatsbürger und tatkräftige Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Nun komme ich auf ein relativ neues Problem. Das besteht darin, dass es mitunter auch zur Entsolidarisierung im Bereich derer kommen kann, die eigentlich zusammen stärker sind. Das geschieht gelegentlich in unseren Betrieben und Unternehmungen. Und es kann dann zu einer Beschädigung unseres bewährten deutschen Modells kommen, in dem einzelne Berufsgruppen ihre Schlüsselstellung missbrauchen, um Eigeninteressen gegen Gemeininteressen durchzusetzen. Das wird uns noch eine Zeit lang begleiten und ich sehe auch noch nicht völlig, wie der Konflikt gelöst werden kann. Die Debatte um eine vernünftige Tarifordnung wird auch auf diesem DGB-Kongress geführt werden. Und ich, davon können Sie ausgehen, verfolge Ihre Diskussion mit großem Interesse.